Also ich glaube, was wir in 20 Jahren bräuchten, wäre eine Gesellschaft, in der Grundgüter bedingungslos zur Verfügung stehen. Das heißt, Energie, Wohnen, Gesundheit, Internet werden im Rahmen von einer staatlichen Garantie dessen einfach umsonst zur Verfügung gestellt als ökonomisches Grundrecht. Hi, das war gerade Max Wilken, aber dazu gleich mehr. Mein Name ist Brenda, ich bin 21 Jahre alt und mache dieses Jahr bei der Summer Akademie der Europäischen Akademie in Berlin mit. Hier setzen wir uns für mehrere Tage mit den Themen Wirtschaft und Nachhaltigkeit auseinander und wie wir Transformation aktiv gestalten können. Dafür haben wir Max Wilken interviewt. Momentan promoviert er in Berlin im Wissenschaftszentrum zum Thema Zukunft in der Autoindustrie. Er ist Co-Gründer von Comunia. Comunia ist eine Denkfabrik, die sich für alternative Eigentumsmodelle einsetzt. Was das heißt? Es geht darum, Besitz neu zu denken. Auf die Idee für Comunia ist er gekommen, als er mit seinen Freunden in Portugal war, um seine Masterarbeit zu schreiben. Er will mit Comunia eine demokratische Wirtschaft erschaffen, die nicht profitgeleitet ist und für öffentlichen Luxus sorgt. Klingt gut, oder? Uns geht es darum, mit Bewegungen und mit Menschen an konkreten Projekten zu arbeiten, wie Wirtschaft demokratisiert werden kann. Das haben wir vor 3 Jahren gegründet und haben einfach aus der Beobachtung eigentlich, dass es in Deutschland eine Organisation dieser Art nicht gibt. Also es gibt viele NGOs und Umweltverbände und so, die eher sowas wie Advocacy und Politikberatung machen, aber sowas wie eine konkrete Bewegungsarbeit und Bewegungsinfrastruktur, also für die Klimabewegung oder sogar an konkreten Konzepten arbeiten. Wie könnte man RWE denn in öffentliches Eigentum überführen? Was bedeutet das eigentlich? Wie wird das denn verwaltet? Und so. Sich diese Fragen mal konkret zu stellen, das haben wir gemerkt, das fehlt und das gibt es gerade nicht und deswegen haben wir das dann gegründet. Zurzeit befinden sich die meisten großen Unternehmen in privater Hand. Und so entscheiden noch nur sehr wenige Menschen, wie wir arbeiten, produzieren und welche Güter dabei entstehen. Comunia arbeitet an Ideen, wie eine neue Form des Wirtschaftens aussehen kann. Dabei stehen vor allem eine demokratische Wirtschaft durch Vergesellschaftung von Unternehmen im Vordergrund. Warum wir alle von seinen Ideen profitieren können, hört ihr jetzt. Das, was wir im Allgemeinen als Wirtschaft betrachten, ist meistens profitorientierte Unternehmen, die in Privateigentum sind. Und das ist natürlich eine Form von Autokratie. Also das ist was bei VW, also bei Volkswagen produziert wird, ob da SUVs produziert werden oder Wärmepumpen, das entscheiden sozusagen nicht die Arbeitenden da, das entscheidet auch nicht die Gesellschaft, sondern es wird im Sinne des Profits entschieden und im Sinne der EigentümerInnen, was bei VW zu 50% die Porsche-Pirch-Familie ist. Und eine demokratische Wirtschaft dagegen wäre sozusagen eine, wo das nicht mehr der Fall ist, wo das Eigentum woanders ist, aber nicht einfach nur verstaatlicht, sondern das Eigentum ist sozusagen in den Händen aller. Was das konkret heißt, ist dann immer, muss man so ein bisschen ausbuchstabieren für unterschiedliche Bereiche. Aber das würde heißen, dass die Arbeitenden bei VW, aber auch Konsumenten, also alle, im Prinzip alle Menschen, die mobil sein müssen in Deutschland, Umweltverbände, aber eben auch Betroffene von Raubbau im globalen Süden, was ja irgendwie gerade bei VW auch jetzt immer ein heftigeres Problem sein wird, dadurch, dass sie so in die Elektromobilität gehen und die seltenen Erden eben, die kommen ja nicht aus Deutschland, sondern die werden in dem globalen Süden geschürft. Das heißt, dass alle diese Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, auch bei darüber mitbestimmen, was produziert wird und wie produziert wird. Und mit welchen Zwecken produziert wird. Und das würde, glaube ich, dann relativ konkret heißen, dass VW keine SUVs mehr produziert und auch keine riesige Privatfliegerflotte mehr erhält, sondern dass sich in einem demokratischen Prozess Gedanken darüber gemacht wird, was können wir in diesen Werten hier noch produzieren, was sozial sinnvoll ist. Und das bedeutet aber auch, dass man die Leute entmachten muss, die gerade die Entscheidungen in die andere Richtung treffen. Entmachtung? Da läuten bei vielen Konservativen bestimmt die Alarmglocken. Auch beim Thema Vergesellschaftung hören viele Menschen dann gleich Enteignung oder Diktatur. Dabei bedeutet Vergesellschaftung eigentlich sogar das Gegenteil. Ich glaube, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass es bei Vergesellschaftung nicht darum geht, privates Eigentum dem Staat zurückzugeben oder so. Also wenn es sozusagen in Berlin die Wohnungen, die vergesellschaftet werden, die
gehen nicht in Staatseigentum über, sondern die gehen in der Anstalt öffentlichen Rechts über, die demokratisch durch die Stadtgesellschaft verwaltet wird. Das heißt, es geht sozusagen nicht darum, die Wirtschaft staatlich zu lenken und autokratisch, so wie das im Realsozialismus zum Teil eben der Fall war, dass man eine Kommandowirtschaft hatte, wo der Staat vorgegeben hat, was und wie produziert wird. Es geht darum, das zu demokratisieren. Aber wie sieht Vergesellschaftung in der Praxis aus und wer soll eigentlich beteiligt werden? Ich kann es vielleicht mal am Beispiel Energie machen, wo es sozusagen, also das Energiesystem ist ja notorisch kompliziert und da gibt es ganz viele verschiedene Ebenen von verschiedenen Institutionen, die da zusammenspielen würden. Und jetzt für das Energiesystem zum Beispiel ging es natürlich erstmal darum, diese großen fossilen Konzerne zu entmachten und denen auch einfach und diese Braunkohlegruben zum Beispiel, die irgendwie die größte CO2-Quelle Europas sind, die einfach abzuschalten. Das heißt, es gibt so bestimmte Sachen, wo man einfach sagen muss, dass jetzt vorbei ist. Und dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel eine erneuerbare Energieproduktion, die man natürlich irgendwie organisieren muss. Und das, was wir da immer sagen, ist, dass es auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Modelle braucht. Also es gibt sozusagen das Netz, das heißt, wie der Strom so durchs Land kommt und so, was sinnvoll irgendwie zentral koordiniert ist. Das heißt, da hat irgendwie der Staat Deutschland dann irgendwie auch mitzureden und es macht irgendwie Sinn, dass da auch Expertinnen viel zu sagen haben und dass es zentral koordiniert ist. Dann gibt es aber gleichzeitig in den Erneuerbaren gerade das Potenzial, dass ganz viel dezentral passiert. Das heißt, dass lokale Genossenschaften, aber auch sowas wie demokratisierte Stadtwerke und auch viel Produktion für den Eigenverbrauch eben sozusagen lokal organisiert wird. Und das kann man ja ganz gut dann, also auf kleineren Ebenen funktioniert dann auch sowas Basisdemokratisches. Auf größeren Ebenen wie dieser Netzebene ging es dann eben eher um Repräsentation, also dass es nicht nur der Staat ist, der da mitredet, sondern eben normale BürgerInnen, die da auch dann halt in einem repräsentativen Format. Und dann gibt es eben sowas wie Verteilnetze, die dann eher nochmal auf lokaler Ebene so die Netzproduktion sind. Genau, die müsste man auch irgendwie eher lokal demokratisieren, also mit den Kommunen und so. Und das Ganze idealerweise in einem regulatorischen Rahmen, wo irgendwie klar ist, es geht halt hin zu Klimaneutralität. Aber sozusagen, solange wir nicht das Eigentum und nicht die Entscheidungsmacht über die Wirtschaft haben, werden diese sozialen und ökologischen Ziele immer gegeneinander ausgespielt werden. Espen ist genau wie ich Teilnehmer der Summer Academy und hat das Interview mit Max mitgeführt. Er studiert Politik und Nachhaltigkeit an der Leuphana-Universität Lüneburg. Und von ihm möchte ich jetzt wissen, wie er sich die Zukunft vorstellt, in der die Ideen von Comunia Realität sind. Ich träume von einer Welt, wo wir Luxus als kostenlose Mobilität für alle verstehen und dabei nicht an teure Uhren, Yachten und Privatjets denken. In der öffentliche Mensen gesunde, gute und günstige Ernährung für alle bieten. Wo Bahnhöfe nice Orte sind, wo man sich gerne aufhält. Die Miete- und Stromrechnung wird gemeinschaftlich festgelegt und nicht mehr von profitorientierten Unternehmen diktiert. Ich finde es wahnsinnig inspirierend, über eine Welt nachzudenken, in der die Wirtschaft den vielen und nicht den wenigen dient. Also, packen wir es an! Lassen wir diese Konzepte Realität werden! Nice! That's the spirit, Espen! Dieser Podcast ist im Rahmen der Summer Academy 2023 Wirtschaft, Klima, Zukunft und ich, Transformation, Gestalten entstanden. Redaktion, ich, Brenda Kusiapia, Irina Himic, Jonas Stutz und ich, Espen Rechtsteiner. Unser besonderer Dank geht an Comunia, die EAB, die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und unsere Seminarleiter Ramona Schmidt und Simon Völker. Und natürlich an unsere Podcast-Trainerin Kira Funk.